Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin wieder hier ein bisschen in einer ungewohnten Umgebung. Und zwar, ja, ich war gerade unterwegs und hatte gerade Lust, ein Video zu machen. Und jetzt mache ich es halt hier, spielt ja keine Rolle. Ja, es gibt wieder mal Sachen, die gibt es gar nicht. Ja, also da waren es nur noch zwei heiße Titel dieses Videos. Das heißt, bei uns ist ja der Bassist ausgestiegen, suche wieder einen neuen. Okay, kein Problem, kann es geben, ja. Und jetzt ist der Gitarrist auch noch ausgestiegen. Wobei ich dazu sagen muss, diese zwei Gitarristen und Bassisten kannten sich schon vorher und waren schon lange Zeit befreundet, ja. Also kann sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wie auch immer. Dann so eine fadenscheinige Begründung irgendwie. Nach 5 Monaten zusammen Musik machen, ja, die Stilrichtung gefällt mir nicht, ja. Also von Anfang an haben wir gesagt, unser Sound liegt in diesem und diesem Bereich, ja. Und ich schreibe die Songs, weil die anderen keine Zeit hatten. Das haben sie auch so gewollt, ja. Dann habe ich die Songs geschrieben und gesagt, ja, also ich kann das verstehen, die Geschmäcker sind verschieden. Kann sein, dass euch dieser und dieser Song nicht gefällt, ja. Kein Problem, dann werfen wir diesen Song in die Tonne, ja, also in den Abfall. Oder legen ihn beiseite, ja. Und schreiben einen neuen Song. Oder ihr könnt auch Vorschläge bringen. Was auch immer, ja. Und das war eigentlich Konsens, dass wir das so handhaben. Wenn es da Kritik gibt, einfach sagen, kein Problem, können wir den Song ändern oder ganz auf die Seite legen, was auch immer, ja. Und eben das war die Begründung, der Stil passe ihm einfach nicht. Ja. Und das merkt er nach 5 Monaten, merkt er, dass die Songs waren von Anfang an klar, ja. Das merkt er erst jetzt, ja. Das war eine unglaubliche Sache, oder? Also, da gibt es eigentlich gar keine Worte, um das zu beschreiben. Ja. Du merkst ja von Anfang an, wenn du einer Band bist, du spielst mal ein, zwei Songs, denkst du, ah, das ist nicht so meins. Ja. Das merkst du ja von Anfang an. Ja. Auch wenn noch kein Gesang dabei ist und so weiter, aber du merkst es ja von Anfang an, diese Riffs und so, die passen mir nicht oder die passen mir. Das siehst du ja von Anfang an. Ja. Und das war schon sehr merkwürdig, muss ich schon sagen. Ja. Er war sonst, und er ist eben auch so ein Wohlfühl. Ach, mein Wohlfühltyp, wie der andere Bassist, ja, so ein harmoniesüchtiger Wohlfühltyp. Wenn man schon in den Proberaum kommt, möchte man zuerst allen begrüßen, die Hand geben, umarmen oder am besten noch abküssen oder so, ich weiß es nicht. Also richtig in einer Wohlfühloase leben die zwei Typen, ja. Was ich nicht verstehen kann. Also, dass man grundsätzlich positiv eingestellt ist, das ist ja super, das muss man auch in einer Band. Man soll nicht destruktiv sein, man soll offen sein für alles und positiv an die Sache rangehen, ganz klar, ja, da bin ich auch dabei, ja. Wenn's mal, und, ja, und das ist schon klar, aber man muss ja nicht übertreiben mit der Harmonie, ja. Ja, und eben, und dann, wenn mir halt etwas nicht passt, habe ich das gesagt, das finde ich nicht gut. Das betrafen meistens so Hygienesachen, Ordnung und solche Sachen, ja. Jetzt weniger vom Musikstil her, von Musik machen her eigentlich weniger, dann war ich eigentlich sehr zufrieden, ja. Natürlich, der eine und die andere haben Kinder und Familie und können auch nicht immer so täglich üben, das ist mir schon klar, das war mir auch von Anfang an bewusst. Das ist auch gar kein Problem, ja. Aber sonst, musikalisch gesehen, gab es eigentlich keine großen Differenzen, ja, meiner Meinung nach. Aber eben, wenn etwas nicht gut war, die Hygiene oder Ordnung im Raum und so, dann habe ich das natürlich gesagt, hey, kannst du das nicht so machen? Jetzt habe ich extra eine Garderobe hier aufgestellt, kannst du deine Taschen und deine Sachen dorthin stellen und nicht aufs Sofa werfen oder was auch immer, ja. Also lauter so Kleinigkeiten. Und dann habe ich das natürlich angesprochen und gesagt, so, das ist nicht gut und so. Und dann derjenige, den es betrifft, der kann ja darauf argumentieren und sagen, ja, nein, du siehst das falsch und so, das macht doch nichts, das ist wegen dem und wegen dem. Andere Bands machen das auch so oder wie auch, was auch immer, ja. Aber nein, es kommt nichts, oder? Kein Gegenargument, gar nichts, ja. Und diese Konflikte in Anführungszeichen, also das sind also lächerliche Konflikte, ja. Also ich möchte nicht wissen, was die Leute machen, wenn es mal wirklich Probleme gibt in einer Band, ja. Wenn es mal wirklich Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, oder sonstige Konflikte. Was machen die dann, oder? Wenn sie wegen solchen Kleinigkeiten aus der Band aussteigen, ja. Also zuerst versucht man doch mal die Sache wirklich zu lösen, ja. Und dann steigt man einfach aus. Und ich habe gesagt, das sind so typische Anfangswehen einer Band. Man kennt sich noch nicht so gut, man weiß noch nicht genau, wie man auf den anderen reagieren soll und so weiter. Das sind so richtige Anfangswehen in einer Band. Wenn wir schon 3, 4 Jahre zusammen wären, wäre es ganz anders. Du weißt genau, den muss ich so nehmen, der ist so ein Typ, wenn er das sagt, meint er das und so weiter. Wie in einer Beziehung, ja. Und dann war auch gesagt, eine Band müsste wie eine Familie sein. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen keine besten Freunde sein. Wir müssen einfach ein entspanntes, kollegiales Verhältnis haben, ja.
dass man sich wohlfühlt, dass alles gut ist, man gut auskommt miteinander. Natürlich kann man auch mal ein Bier trinken gehen, so, aber man muss nicht beste Freunde sein. Das ganze Gefüge in einer Band muss einfach stimmen. Ja? Musikalisch, menschlich muss es stimmen, Punkt. Da muss man nicht die besten Freunde sein und so. Das wird sehr schwierig sein. Ja? Ja, eben, ja, das waren noch die Argumente, alles so Kleinigkeiten. Oder so, und am Anfang unserer Zeit habe ich gesehen, im Messenger gratis ein Sofa, ja, für den Proberaum. Ja. Habe ich das ihnen geschrieben und gesagt, hey Jungs, wie wär's, ein Sofa gibt's da abzugeben, wollt ihr das vielleicht, sollen wir das abholen und so, ja. Und offenbar war das schon ein Kritikpunkt, keine Ahnung warum, in einem Proberaum brauchst du ja ein Sofa, ja, würde ich mal sagen, ja. Weil zwischendurch möchtest du auch mal absitzen und was besprechen und so. Und ich habe sie ja zuerst gefragt, oder? Also nicht irgendwie eigenmächtig was entschieden, zack, wir holen ein Sofa, zack, du kannst es abholen und so. Nein, so geht es natürlich nicht, ist schon klar, ja. Also eben lauter so Kleinigkeiten und so nicht sagen sie Argumente waren das. Eben, du kannst es ihnen nicht recht machen. Also wenn es Diskussionen gibt, wird das schon als Konflikt, als großer Streit aufgefasst. Dabei ist es das gar nicht, ja. Dann löst man diesen Konflikt, dieses Problem löst man und dann schaut man weiter, ja. Es wird immer Konflikte geben in einer Band. Das ist ja die Natur einer Sache, wenn 4, 5 Leute zusammenkommen. Da wird es immer geben, Streitpunkte, ja. Naja, eben, ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann es gar nicht verstehen. Wie kann man wegen so einem fadenscheinigen Gründen aussteigen, ja. Plötzlich fällt einem ein, der Sound passt mir nicht oder so. Plötzlich, ja. Also nach 5 Monaten, ja. Da kann man am Anfang an sagen, mir passt der Sound nicht, können wir da was ändern und so, oder? Und dann versuchen eine Lösung zu finden und dann kann man von Anfang an sagen, dann hätte man auch Verständnis, wenn er sagt, ja nein, das ist nichts für mich und so, dann hat man auch Verständnis dafür, ist schon klar, ja. Aber nicht nach 5 Monaten, ja. Aber wie auch immer, wir schauen jetzt, ich muss jetzt weiter schauen, ich habe jetzt 2 Kandidaten, die noch offen sind, ob das wird, weiß ich nicht, ein Bassist und ein Gitarrist. Und ich habe auch noch eine Bewerbung laufen bei einer anderen Band für mich, wo ich als Bassist einsteigen könnte. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, also einsteigen könnte. Das ist ein ziemlich anspruchsvoller Sound. Und ja, ich hätte den schon drauf natürlich. Ich müsste natürlich einfach üben und üben und üben und nochmal üben, ja. Aber das ist nicht das Problem, das ist der Sinn des Ganzen, ja. Und diese Band, ja, wäre natürlich voll geil, wenn das wirklich klappen würde, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Und ja, mal schauen, ob es klappt oder vielleicht irgendwo anders, ja. Aber jetzt, wenn ich jemanden finde, machen wir natürlich mit Vortex weiter. Ja, übrigens, Vortex, der Bandname, ja, hat mir zuerst nicht so gefallen. Nachher habe ich gedacht, ja, ist das doch gut. Und ich habe jetzt einen anderen Namen, hätte ich jetzt noch auf Lager, der mir eigentlich besser gefallen würde. Ja, das war es eigentlich schon. Ich musste mal, ich war gerade hier im Auto und dachte, ja, machst du mal ein Video, warum nicht? Ja, mal etwas anderes. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Eben diese 2 Typen sind jetzt ausgestiegen. Jetzt ist nur noch der Schlagzeuger und ich. Und der Schlagzeuger ist sowieso ein Fall für sich. Der hat privat irgendwelche Probleme und gesundheitliche Probleme mit seiner, in der Familie etwas. Das ist ja nicht sehr angenehm, ist schon klar. Das habe ich auch Verständnis dafür. Und der wird in den nächsten 2, 3 Monaten nicht üben können, nicht proben können. Warum, weiß ich nicht genau, warum. Er ist kommunikativ ziemlich ein schwieriger Typ. Man kann richtig sprechen mit ihm, geht gar nicht richtig. Also er ist sehr eigensinnig, sehr introvertiert. Ja. Aber sonst ist er schon okay, oder? Er spielt doch gut, aber ja, mal schauen, oder, wie das weitergeht. Oder? Aber jetzt suchen wir einfach wieder Personal, ja. Mal schauen, ob das was wird. Wenn ihr irgendwelche Ratschläge habt für mich, ja, oder Kritik oder so, also schreibt mir einfach, kein Problem, oder? Aber einfach sachliche Kritik, nicht irgendwelche blöden Sprüche und so, ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, das war's. Dann schauen wir mal, wie das Leben so weitergeht und was das Leben sonst noch so bringt. Man weiß ja nie. Es gibt ja den Spruch, unverhofft kommt oft. Ja. Manchmal ist es so, aber manchmal halt auch nicht. Ja. Also, das war's. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.